kämpft der Weh mich zu sich runter, reiße. Ich lass nicht los, ich zieh ihn aus dem Meer. Im Rahmen des demografischen Wandels, insbesondere in diesem Rahmen, ist die Förderung der Jugend uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Und insbesondere deswegen freuen wir uns, dass die Mir-Stiftung hier sozusagen einen Schritt auf die Jugend zugeht und wir auf dem Wege diesen Schritt unterstützen können. Es geht los, Sie starten ganz famos, schnell zu. Lieber Fisch, die letzte Bit. Voll schnell fliegt der Luxuswagen! Yeah. Wer hätte sowas je gedacht? Ach, ich bin ja ganz zufrieden, aber es ist so schrecklich klein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Kindern sehr, sehr früh die Möglichkeit eröffnen, zu erfahren, was Fantasie, was Ideen, was fremde Welten an Möglichkeiten eröffnen. Das ist auch ein Stück, wo man sich selbst findet, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man frühzeitig lernt, Dinge zu erfahren und zu erleben, die jenseits der, sagen wir mal, rein rezeptiven Konsumkultur liegen. Hier ist es etwas, wo man mitdenken muss, mitspüren muss, mitüberlegen muss, und das machen unsere Schauspieler und Musiker in einer ganz fantastischen Art und Weise. Das Meer ist spiegelglatt und ruhig. Dankeschön. Und habt ihr eine Idee? Die Eltern, die haben sich ja verändert. Die haben sich ein bisschen zu viel gewünscht. Genau, ne? Das stimmt. Die waren ganz furchtbar. Was das ist. Und die waren ein bisschen nicht so nett zu dem Fisch, weil dann wurde der Fisch ja immer dünner und dünner, und wenn man sich nur mehr gewünscht hätte, wäre er später gar nicht mehr da. Richtig, genau.